Wir alle wollen unsere Kinder schützen und informieren uns darüber, was wir tun können, um unseren Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen und im Laufe ihres Lebens möglichst wenig von Krankheiten eingeholt zu werden. Und da ist ein Thema natürlich auch immer die Ernährung, und es ist nicht so leicht in unserer heutigen Zeit genau zu schauen, ja, oder genau zu wissen, was gesund und was nicht gesund ist. Es gibt so viele unterschiedliche Theorien, und von daher habe ich mir jetzt für euch mal die Mühe gemacht, wirklich nach einer Metastudie zu suchen. Eine Studie, die extrem hohe Kriterien hat, auf die ich heute auch noch eingehen werde, um quasi zu einem Thema, nämlich das Thema Fett, ein ganz deutliches Statement zu setzen und das dann auch für euch, wenn ihr die Studie dann auch lesen könnt, nachvollziehbar zu machen. Also ich hatte den Anspruch, eine Studie zu finden, eine Metastudie, die andere Studien eben inkludiert, die zudem kostenlos ist, also kostenlos im Sinne, dass jeder sie lesen kann und nicht jemand die Studie bezahlen muss, um dass man sie lesen kann, was bei den meisten Studien der Fall ist, und ja, wo auch jeder das sozusagen dann kontrollieren kann. Und ich habe eine Studie gefunden, die ich euch heute vorstellen möchte, die ein ganz klares Statement gibt, und das Statement ist, dass wir unsere Kinder vor Fett schützen sollen oder ja, müssen, wenn wir denn möchten, dass unsere Kinder im Laufe ihres Lebens nicht an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der Todesursache Nummer 1, erkranken. Und ich möchte ganz kurz vorher auch nochmal erwähnen, dass die andere Menschen, die oder andere Interessensverbände, die gerne würden, dass wir ganz viel Fett essen und so weiter, dass da immer wirtschaftliche Interessen auch im Hintergrund stehen und dass man dann wirklich eben sich auch Studien genau durchlesen sollte und Studien wirklich einen gewissen Qualitätscheck unterziehen sollte. Weil ansonsten, man kann jede Studie und selbst diese Metastudie jetzt, die ich geschrieben habe, mit ein paar selektiven Kniffen irgendwie aushebeln. Und letztlich glaubt dann doch jeder wieder, was er möchte. Versucht da wirklich sehr objektiv ranzugehen. Ich werde euch ein paar Kriterien hier mit an die Hand geben, die ich hatte, die diese Studie hat. Und ja, steigen wir ein. Also generell, hohes Cholesterin führt zu Arteriosklerose. Das ist eine Sache, die auch durchaus, auch da wieder, gibt es da auch eine umstrittene Meinung, aber es ist auch eine sehr große Studie, fast mit 1 Million Teilnehmern verlinkt, die sehr renommiert ist und die, wo man einfach sagen muss, ist der Konsens aktuell in der Wissenschaft, und da gibt es keine zwei Meinungen, weil das ist der Konsens, dass ein hohes Blutcholesterin mit einer hohen kardiovaskulären Sterblichkeit verbunden ist. Das heißt, wenn man einen hohen Cholesterinlevel, ein hohes Cholesterinlevel hat, dann ist das, korreliert das ganz stark damit, dass man halt früh stirbt. Und wer da wieder sagen möchte, ja, und Kausalität und so weiter, man kann am Menschen keine zweifelsfreie Kausalität feststellen. Zumindest bei Sachen, die langfristig sind. Weil man kann keine Menschenversuche durchführen. Man kann keinen Menschen einsperren und in einer gewissen Art und Weise ernähren. Und selbst da kommt noch der eigene individuelle genetische Code zum Tragen, wo man dann auch wieder sagen müsste, es müssten zwei identisch genetisch gleiche Menschen sein. Und das macht einfach keinen Sinn, dann darauf zu beharren, dass es niemals eine kausale Möglichkeit oder einen kausalen Zusammenhang zweifelsfrei attestiert werden kann. Das sind immer das, was die Menschen, die dann einfach was entkräftigen wollen, und es gibt ja viele Menschen, die wollen einfach nur entkräftigen und wollen einfach nur kritisieren, anstatt selber was an Wissen zu generieren. Und von daher, das ist halt die Grundlage, dass ein hohes Cholesterinlevel sehr stark verbunden ist mit einer hohen Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diese Metastudie, die ich euch jetzt hier herausgefunden habe und natürlich auch unten verlinkt habe, die ist von Ende 2017 und ist, wie gesagt, frei zugänglich. Die Kriterien, die innerhalb dieser Studie angelegt wurden, die sind angelegt an, weiß nicht, ob euch der Name Cochrane was sagt. Das ist eine, das ist ein Konsortium von, was in der Wissenschaft als höchste Qualität gilt, die verschiedenen Kriterien anwenden, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, wo man wirklich sagen kann, wenn das diese Cochrane-Kriterien erfüllt, dann ist diese Studie eine wirklich sehr, sehr gute Studie. Und dann ist sie auch ernst zu nehmen, im Gegensatz zu vielen anderen Studien.
Der Fokus in dieser Studie war vor allem auf gesättigte Fettsäuren, auf Transfette. Also gesättigte Fettsäuren kann man eigentlich, ja, man kann es relativ einfach ausdrücken. Also wenn ein Fett sehr fest ist, umso fester ein Fett ist, so wahrscheinlicher ist es, dass es eine gesättigte Fettsäure ist. Das heißt, wenn zum Beispiel, ja, also in tierischen Produkten diese Fettgriefen und so weiter, die sind ja fest, oder aber auch Pflanzenmargarine, also auch in pflanzlichen Produkten können gesättigte Fette drin sein. Und ja, und Transfette sind halt Fette, die überführt wurden aufgrund einer industriellen Bearbeitung in, ja, zum Beispiel streichfähige Fette, in feste Fette. So, aber gesättigte Fettsäuren sind im Großen und Ganzen, kann man sagen, also in tierischen Lebensmitteln, das ist das Hauptvorkommen, nicht das ausschließliche, aber schon, also fast alles, was an gesättigten Fettsäuren auf den Tisch kommt, in der Reinform, das kommt aus tierischen Produkten. Auch da könnt ihr so ein bisschen, ja, so eine Eselsbrücke bauen. Und ja, und die kardiovaskulären Erkrankungen, die aus einem erhöhten Cholesterinlevel entstehen oder aus einer Arteriosklerose, also Verkalkung der Arterien, was auch verschiedene Gründe haben kann. Ich weiß nicht, ob ihr mein Video schon zur Kalzifizierung gehört habt, also zum Calcium und was das mit den Arterien macht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das unbedingt an. Ich verlinke euch das oben, wenn ich dran denke. Ansonsten einfach mal Kalzifizierung eingeben bei YouTube. Ich glaube, das ist mein Video, das auf Position 1 ist bei YouTube zu diesem Thema. Man erkennt eine Schädigung, eine arterielle Schädigung durch ein hohes Maß an Fett natürlich nicht sofort. Und ja, deswegen ist es sehr, sehr schwierig gewesen, direkt auch wieder, ja, direkt kausale Zusammenhänge zu finden innerhalb dieser Studien, weil hier hat man tatsächlich wirklich auf Kinder fokussiert, von 2 bis 19 Jahren, inwieweit die, ja, durch gesättigte Fette geschädigt werden. Und da ist die Schädigung tatsächlich eben nicht wirklich ein Herzinfarkt, was bei 2- bis 19-Jährigen sehr selten passiert, sondern tatsächlich, dass man zum Beispiel Arteriosklerose bekommt, schon in den jungen Jahren. Und ja, die Flexibilität der Arterien und so weiter. Das kann man schon messen von 2 bis 19 Jahren. Eigentlich erschreckend, dass es da in der Phase, in der Entwicklung, dass da schon solche Sachen aufkommen. Aber das ist dann halt der Fokus gewesen innerhalb dieser Studien. Genau. Es wurden also Kinder von 2 bis 19 Jahren untersucht und es wurden halt auch wirklich nur Studien benutzt. Am Anfang waren das so 23.500 Studien, die in Frage kommen, wo es darum geht, halt okay, Fette und Auswirkungen auf die Gesundheit für Kinder. Und da gibt es 23.500 Studien und man sieht auch in der Studie, wie die Selektion der Studien war, wie dann abgefallen sind. Also wie die Studien nach und nach selektiert haben. Und da war es zum Beispiel wichtig, dass die Studien die Reduzierung von gesättigten Fettsäuren und Transfetten zum Ziel gehabt hatten und nicht so irgendwie beiläufig das als Seitenergebnis irgendwie dann rausgefischt haben, sondern es geht wirklich darum, weil es auch wichtig ist, dass wenn man eine Studie beginnt, dass von Anfang an die Kriterien, dass die Fragestellung von Anfang an klar gestellt wird und nicht irgendwie eine Studie machen oder eine Datenerhebung und dann sich irgendwas raussuchen, um dann irgendwas zu finden, was auch ein Zufall gewesen ist. Denn wenn man so an es rangeht, findet man immer etwas. Ja? Und von daher war ein Kriterium von Anfang an die ganz klare Fragestellung, nur Studien zu finden, die von Anfang an die Reduzierung von gesättigten Fettsäuren und Transfetten zum Ziel hatten und keine Zufallsfunde oder wo es um Gewichtsreduzierung ging. Weil auch sehr viele Studien, wo es um Gewichtsreduzierung geht, dass man da halt eben auch Zusammenhänge gefunden hat, dass wenn man weniger Fett zu sich nimmt, dass man dann halt einfacher sein Gewicht reduziert. Warum und weswegen? Das geht in den Bereich dann Entzündungen, weil Fette fördern Entzündungen und im Gegensatz zu Kohlenhydraten, da aber auch wieder sehr selektiv, also es gibt die guten Kohlenhydrate und die schlechten Kohlenhydrate, aber das würde jetzt zu weit führen. Zur Entzündung von Fetten habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Generell kann ich euch auch nur mein Buch Low Carb, der teuflische Trend, ans Herz legen, wo auch ganz explizit nochmal darauf eingegangen wird, warum Fette schädlich sind und vor allem viel mehr, warum Kohlenhydrate gesund sind. Also das Buch ist wirklich so auch intensiv recherchiert, über 100 Studien sind genannt, der Großteil der Studien sind direkt aufgeführt, das sind über 100 Studien und es sind natürlich auch Bücher aufgeführt, die zu weiterführenden Studien auch noch führen, aber so, es wurden auch keine nichtmenschlichen Studien da inkludiert, also Studien von Tierversuchen oder sonst ähnlichen Sachen, auch keine Studien, wo unvollständige Ergebnisse vorlagen, sondern Studien, die wirklich auch abgeschlossen wurden, wo die Ergebnisse vollständig waren
Es wird da alles, was um, wenn es um Vertuschung geht oder um Ausblendung, es gibt ja häufig den Druck, auch Studien zu publizieren, dann hat man eine Fragestellung und ja, und irgendwie stimmt die Ergebnisse nicht zu der Fragestellung und dann ja, muss man einfach versuchen, in irgendeiner Weise ja, ein paar Sachen auszublenden, damit man noch ein Ergebnis auf den Tisch legen kann und nicht sagen, okay, die Studie ist für den Arsch. Und auch das wurde ausgeblendet. Also jegliche Form von selektiver Berichterstattung wurde ausgeblendet, auch von Verzerrungen, all diese Sachen. Und wenn es dann um die Datenanalyse ging und die Datensynthese, dann, ich verweise einfach, klickt mal auf die Studie, das ist von der Stochastik, das sind Fachbegriffe. Ich habe selber Stochastik als Hauptbelegung gehabt innerhalb meines Studiums. Ich habe BWL studiert und das ist wirklich, das kann man nicht verlangen von einem YouTube-Zuschauer, dass, wenn man das jetzt so sagt. Und selbst ich müsste da jetzt wirklich das nochmal genau für mich ordnen, was damit genau gemeint ist, obwohl ich mich schon wirklich sehr gut auskenne. Da ja, möchte ich einfach euch den Link geben und schaut euch das an. Da ist wirklich echt sauber gearbeitet worden. Und ja, und das Ergebnis dieser Meta-Studie war erstmal generell, dass überall dort, wo man auf gesättigte Fettsäuren, wo man das reduziert hat, bis unter 10%, dass es überhaupt keinerlei negative Auswirkungen auf irgendwas kam, auf Wachstum oder auf nervliche Schädigung oder sonst was. Weil es ist ja immer so die Angst, oh, wenn wir die Fette reduzieren, dann reduzieren wir vielleicht auch in irgendeiner Weise die Nährstoffe, zum Beispiel von Eisen. Ne? Das ist ja immer so verbunden. Ja, wenn wir viel Eisen aufnehmen, wenn wir viel tierische Produkte, wo gesättigte Fettsäuren drin sind, wenn wir da viel davon aufnehmen, ist gut für unser Eisen. Und wenn wir zu wenig machen, ja, ist dann nicht mehr so gut für unser Eisen. Da sind wir bei der Problematik des Ham-Eisen. Gebt das bei YouTube ein. Ich glaube, mein Video ist auch das erste Video, was ihr da finden werdet. Das Eisen aus tierischen Produkten sorgt dafür, dass unser körpereigenes Thermostat, möchte ich es einfach mal nennen, total irre wird und dass wir schwerwiegende Probleme durch dieses tierische Eisen bekommen. Ähnliches gilt auch für Omega-3-Fettsäuren aus direkt verfügbaren Quellen wie Fische. Auch dazu habe ich Videos gemacht. Soll jetzt nicht das Thema sein. Was ich eigentlich damit sagen wollte ist, dass viele dann Angst haben vor Nebenwirkungen, wenn man weniger Fett isst. Und das konnte in der Studie auch ganz klar gezeigt werden, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Und ja, was ist denn nun passiert, wenn man die gesättigten Fettsäuren reduziert hat? Also, wie zu erwarten, und das war ja auch die Fragestellung, ob das denn auch wirklich so korrekt ist, nachdem man wirklich qualitativ diese 23.500 Studien da zusammenschmürgelt. Da sind übrigens dann letztlich 11 Studien rausgekommen von 23.502, nachdem man alle Kriterien da angewendet hat. Das muss man sich auch dann mal vorstellen, wie viele unsinnige Studien es gibt oder Studien, die nicht diesen hohen Kriterien, diese nicht bestätigen oder, sagt man, erfüllen. Ja klar, erfüllen. Und das ist schon, auch wieder ein Hinweis darauf, dass wenn man dann irgendwelchen Schrutz dann irgendwie beweisen will, dass man dann wahrscheinlich auch sehr viele Studien findet, die das dann eben sagen, zum Beispiel Milch ist gesund oder sowas. Und von daher, wenn man diese Studien anlegt oder diese Kriterien, ihr könnt euch nochmal den Link genau anschauen, wie gesagt, alles öffentlich, da bleiben 11 Studien übrig, das ist natürlich echt ein Hammer. Und da kam natürlich dann raus, dass es tatsächlich so ist, dass das Cholesterin, das Gesamtcholesterin und das LDL-Cholesterin signifikant steigen, wenn man einen Anteil viel gesättigte Fettsäuren zu sich nimmt und bei gleichen Kalorien natürlich. Und ja, und daraus entsteht dann halt eben auch die große Weltgesundheitsorganisation, die WHO, arbeitet es derzeit auch ein, dass direkt auch ein Appell oder eine Ernährungsempfehlung an alle Eltern gegeben wird, dass man das Fett reduzieren soll. Also insbesondere jetzt hier in dem Fall bei der Studie die gesättigten Fette und damit natürlich eben auch die tierische Ernährung. Und wenn man denn schon tierische Ernährung zu sich nimmt, was ja absoluter Standard derzeit ist, dass man dann darauf achtet, dass man mageres Fleisch isst und dass man halt magere Milchprodukte nimmt. Im Fall von Cholesterin hat man dann nicht so drastisch negative Effekte, wie wenn man fettes Fleisch isst, aber natürlich im Vergleich zu einer pflanzlichen Ernährung immer noch negativere Effekte. Bloß hier ging es ja, das war ja keine Untersuchung, ist jetzt pflanzliche Ernährung gesund oder steinigt die Fleischesser oder sonst was, sondern hier geht es ganz einfach um gesättigte Fettsäuren. Und die sind natürlich dann einfach in tierischen Produkten vorhanden und so müsste man selber dann den Schluss finden, aber
Das soll auch nicht Thema sein jetzt hier. Das ist natürlich der Hinweis an alle Menschen, die Angst auch vor pflanzlicher Ernährung haben, dass das hier ein großer Vorteil ist, dass man dann halt seine Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern kann mit einer gesunden und vollwertigen. Auch dazu habe ich ja schon ein Buch geschrieben, Vegane Welt mit wenig Geld. Ja, dass man da einen Schritt nach vorne macht und eben auch für die Kinder. Und wenn man halt und das ist so die Quintessenz, wenn man die gesättigten Fettsäuren in seiner Ernährung reduziert man das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Daran gibt es keinen Zweifel und das ist halt eine durchaus sichere These aus der Wissenschaft. Und ja, was natürlich auch noch dazu kommt, ist auch immer so ein interessanter Side-Effekt, also mit einer Reduzierung von gesättigten Fettsäuren und zeitgleich einer Reduzierung von tierischer Ernährung, reduziert man auch die wirtschaftliche Belastung unseres Gesamtsystems, auch unserer Gesellschaft. Das ist halt so ein Punkt, den haben viele so gar nicht, die für den Fleischkonsum plädieren, auf dem Zettel. Die sagen dann einfach so, ja, Reduzierung von Fleischkonsum, ich brauche das nicht, ist gesund für mich und ja. Aber sie sehen nicht, dass sie die Wirtschaft damit belasten. Sie belasten die Wirtschaft damit, dass sie Fleisch essen. Weil sie aufgrund jetzt dieser Studie, dieser wirklich qualitativ hochwertige Studie und noch sehr viele anderen, aber hier kann man wirklich auch mal so, das ist so das Höchste vom Höchsten, also von den Qualitätskriterien, ja, das nachvollziehen. Und ja, und dann kommt dann irgendwie wieder sowas wie, ach nein, das sind doch nur irgendwelche Studien, glaube keine Studie, die du selbst gefälscht hast. Ja, deswegen gibt es Qualitätskriterien bei Studien. Und ja, man wird natürlich bei YouTube da nicht, sage ich mal, den geneigten YouTube-Zuschauer, der dann sein Bild hat von einer wie auch immer gearteten Ernährung überzeugen können, weil nicht jeder kann sich da reinlesen. Aber deswegen ist es mir wichtig, in diesem Video wirklich eine Studie zu bringen, wo jeder reinlesen kann, die eben nicht, ja, in irgendeiner Weise Geld verlangt oder irgendwelches. Man braucht natürlich so ein gewisses Grundmaß an Möglichkeit, also an Intellekt, denke ich schon ein bisschen, um so eine Studie zu lesen. Man kann dann Google auch, wenn man Google Chrome Browser hat, das auf Deutsch übersetzen. Die Übersetzung ist gar nicht so schlecht und von daher, ja, mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen. Und wenn ihr das wichtig findet, diese Informationen zu teilen, wie man sein Kind, ja, gesünder ernährt, wie man halt diesen Risikofaktor der fettreichen Ernährung auch, ja, das so ein bisschen in die Welt bringt, teilt das Video. Und wenn ihr das Video nicht teilen möchtet, weil ich habe das Feedback in letzter Zeit kurioserweise sehr häufig erhalten, wahrscheinlich auch, weil andere Kanäle da über mich berichten, dass eigentlich mögen sie mich als Person gar nicht so sehr, aber sie finden die Informationen sehr gut und auch sehr nachvollziehbar. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Kompliment, dass Menschen, die mit mir persönlich nichts anfangen können, aber mit dem, was ich sage und was ich rüberbringe. Und was ihr machen könnt, ihr könnt auch einfach nur die Studie unten raus verlinken und bei euch im Facebook-Profil ohne Hinweis darauf, dass der War Spirit da ein Video gemacht hat, wenn euch das lieber ist, vollkommen in Ordnung, weil das ist ein Thema, was mir am Herzen liegt und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, gegen den Trend, ne, wo man alle sagt, ja, so Low Carb und das ist total gesund, dann kann man ganz leicht Gewicht reduzieren und all diese Dinge, wohlgemerkt immer gesund langfristig, weil kurzfristig kann Low Carb durchaus ein paar interessante Effekte haben, aber ja, das ist einfach ein Herzensthema gewesen. Also Low Carb, der teuflische Trend, das ist ein Buch, ja, ich kann es euch nur auch nochmal ans Herz legen, weil dann seid ihr mit der vollen Information, dass ihr wirklich aus allen Nährstoffen, Fetten, Kohlenhydraten, Proteinen schöpfen könnt, euch eine gesunde Ernährung für euch und natürlich auch für eure Kinder da rausziehen könnt und da keine Angst vor irgendetwas habt. Und ja, wenn ihr euch gesund und natürlich ernährt. Und eine gesunde natürliche Ernährung ist natürlich eine pflanzendominierende Ernährung. Und von daher, ja, müssen wir uns dieses Antrainierte mit dem Tieren essen und so weiter, das müssen wir uns bewusst werden. Aber das ist auch nicht so schwer. Ich hole jetzt ein bisschen aus, aber ich war 35, wo ich hier bei YouTube angefangen habe. Ich war gesundheitlich, mein pH-Wert war so dermaßen schwarz, das war nicht mal anzeigbar. Und dann habe ich einfach mal die pflanzliche Ernährung probiert. Als überzeugter Fleischesser. Als wirklich überzeugter Fleischesser. Und so habe ich begonnen, meinen Kanal. Und nun, 4-5 Jahre später, bin ich jetzt hier auf dem Kanal und plädiere für eine pflanzliche Ernährung. Und jeder, der mich kennt von früher, sagt, hey Christian, du warst so das Paradebeispiel für tierische Ernährung. Und das sollte auch mal zu denken geben. Dass ich hier keinen
Verfechter bin. Ich passe auch gar nicht in so eine, die Zielgruppe der, der alternativen Szene. Gut, ich habe Dreads, ja, finde ich schön. Aber so diese ganzen Theorien, die häufig in der alternativen Szene umherschwirren, die überhaupt keinen wissenschaftlichen Konsens haben und die Verschwörungstheorien, all das, was so in der alternativen Szene mit am Start ist, das ist vieles, wo ich ja gar nichts mit anfangen kann oder wo ich nicht da überzeugt davon bin und wo ich auch kritisch damit umgehe. Und trotzdem sage ich, eine pflanzliche Ernährung, das macht Sinn. Ja. Und ja, lasst euch da vielleicht ein bisschen inspirieren. Würde mich freuen, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr das Video positiv bewertet. Und schreibt gerne einen Kommentar und dann lasst uns austauschen. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder, euer Samuel. Tschüss.